Yoga Om, Yoga auf erwachsene Art. Also zuallererst, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr einen gewissen Harmoniezustand behalten wollt, müsst ihr dauerhaft klar im Kopf sein. Ihr müsst eine Klarheit und eine Nüchternheit im Kopf bewahren. Auch wenn es schwierig wird, auch wenn es emotional irgendwie, wenn ihr emotional angeschlagen seid. André, du hast erzählt, wenn du manchmal von der Arbeit kommst, dann hast du so einen Kopf, ne? Und du siehst gar nicht mehr klar. Wenn du dann aber in diesem Zustand dich hinsetzt und 10 Minuten oder 15 Minuten praktizierst, dann hast du wieder diese Klarheit. Und eine Praxis, die wir machen wollen, das ist Kapalabhati. Also jeder kennt das zwar. Bisher habt ihr das vielleicht nur weniger gemacht. Wir werden das jetzt ein bisschen intensiver machen. Also zwischen 5 und 10 Minuten, natürlich mit Unterbrechungen. Aber so, um mal ein bisschen mehr Effekt von dieser Praxis zu spüren. Weil das ist das, was auch in 5 Minuten einem sofort Klarheit verschafft. Diese Klarheit wollen wir jetzt hinkriegen. Das wollen wir jetzt versuchen, in 5 bis 10 Minuten zu erreichen. Ja? Kapalabhati, also jeder weiß Bescheid, worum es geht. Ja? Also wir setzen uns hin mit geradem Rücken, mit gekreuzten Beinen. Ganz wichtig einmal zur Theorie von Kapalabhati. Man atmet so aus, dass an sich nur die Bauchmuskeln bewegt werden. Und an sich eigentlich nur die eher unteren Bauchmuskeln. Ihr könnt auch mal versuchen, einfach die Handfläche auf den Unterbauch, also noch weiter runter. Also einfach mal mit dem Bauchmuskel nur hin und her bewegen, den Bauch. Dabei sind eure Schultern ganz locker. Der Körper bewegt sich auch nicht. Es bewegt sich wirklich nur die vordere Bauchwand. Ja? Und wir machen das. Wir machen jeweils immer 50 Wiederholungen. Und wir machen erstmal 5 Mal, also 5 mal 50. Und je nachdem, schauen wir mal, ob da nicht der Kopf oder so wehtut oder so. Wird ja sowieso nicht passieren. Aber wir schauen mal nach eurem Zustand. Wenn nicht, dann können wir nochmal 1, 2 Wiederholungen dranhängen. Okay? Wir fangen immer so an. Volles Einatmen, volles Ausatmen und dann nach dem Ausatmen die Bauchbewegungen. Okay? Tief einatmen. Ausatmen. Und dann 50 Wiederholungen mit. Wenn ihr die 50 Wiederholungen beendet habt, dann stellt den Atem ganz langsam wieder her. Wenn ihr das gleich beim zweiten Mal macht, nachdem ihr 50 Mal beendet habt, immer nach ausatmen, also zu Ende ausatmen, um die Schlagen nochmal rauszuatmen und dann erst ganz langsam einatmen und ganz langsam ausatmen und so langsam den Atemfluss wiederherstellen. Kapalabhati ist immer aktives Ausatmen und passives Einatmen. Da machen wir die zweite Wiederholung, jeder in seinem Tempo.
Jetzt bei der dritten Wiederholung bauen wir noch Folgendes ein. Wir nehmen unsere Handfläche und packen die, also ja, einmal kurz schauen, ihr packt die praktisch links von eurer Nase und führt das so an das Ohr heran, also so dass ihr mit dem Daumen oberhalb des Ohrs habt, sodass ihr hier diese Verbindung habt. Und gleich, wenn ihr ausatmet, dann werdet ihr, also achtet dann auf euren Atemprozess. Wenn das Einatmen deutlich hörbar ist, dann müsst ihr das Einatmen passiver machen, also nochmal reduzieren. Wenn ihr das nicht mehr hört oder immer, wenn das richtig still ist, dann geht das immer mehr in Richtung Richtigkeit der Ausführung. Denn das ist im Endeffekt so, und man hört gar nicht das Einatmen. Und wenn ihr das jetzt hier nochmal versucht, dann habt ihr hier so wie diese Brücke, diese Verbindung und hört das ganz genau. Also mehr oder weniger klar. Okay, versuchen wir es hier einmal mit der Hand, dritte Ausführung, jeder in eigenem Tempo. Langsam die Atem wiederherstellen. Hat jeder jetzt mehr oder weniger das Einatmen wahrgenommen? Okay, gut. Dann machen wir vierte Wiederholung. Jeder in seinem eigenen Tempo. Einatmen, ausatmen und dann 50 Mal. Langsames Ein- und Ausatmen. Und dann machen wir noch die fünfte und die letzte Wiederholung. Jeder in seinem eigenen Tempo, einatmen, ausatmen 50 Mal. Jetzt eine Minute lang ganz sanft ein- und ausatmen. Atmet jetzt entspannt, ganz entspannt in eurem gewöhnlichen Atemrhythmus. Ganz langsam ein- und ausatmen.
Das machen wir, um eventuelle Hyperventilation zu vermeiden. Und dann langsam wieder zurück. Was sind die ersten Assoziationen mit dieser Praxis, nach der Praxis? Was sind so die Effekte? Man wird sehr ruhig. Ja. Im Kopf. Irgendwie, ihr seid irgendwie nachdenklich geworden, so als hättet ihr beruhigt und dann habt ihr endlich Zeit gefunden, um über etwas Wichtigeres nachzudenken. Ein bisschen. Bei dieser Praxis ist im Endeffekt auch, wie bei jeder Pranayama, wenn man sehr konzentriert in die Praxis reingeht, wenn man für einen kurzen Moment alles andere vergessen hat und wenn man sogar wieder bewusst wird und vergessen hat, wie man dahin gekommen ist. Also versteht ihr, was ich meine? Dass wenn man plötzlich einschläft, wacht man auf und man weiß nicht mehr, wie man eingeschlafen ist. Man vergisst diesen Prozess, wie man jetzt in den Traum reingekommen ist. Das Gleiche kann bei der Praxis auch passieren, dass ihr kurzzeitig, das kann passieren, dass ihr kurzzeitig das Bewusstsein verliert, aber ihr immer noch so ganz normal auch weiter atmet, auch weit euer Körper reflexartig das macht. Aber in diesem Zeitpunkt erfahrt ihr eine andere Realität. Bei dem einen sieht er sein voriges Leben oder bei dem anderen geht er raus an seinen Körper oder er sieht auf einmal alles, was sich um ihn herum befindet. Also so eine gewisse transzendente, feinschlägige Erfahrung. Kurzzeitig war euer Bewusstsein draußen, also euer Bewusstsein in einer anderen Realität. Und wenn ihr schafft, nach so einem stressigen Arbeitstag euch sogar 5 Minuten oder 10 Minuten hinzusetzen, wenn die Zeit manchmal knapp ist, zum Beispiel so eine Übung zu machen, die ganzen Konsequenzen, die sich nur durch diese kurze Einheit gebildet haben, werden komplett anders sein, als wenn ihr gestresst gleich da reingeht und versucht, das zu lösen. Vielleicht kennt ihr das auch, Nathalie, du hast auch vorhin erzählt, wenn du hast das Gefühl, du machst so viel und alles Mögliche, aber schaffst nichts im Endeffekt. Ja? Das ist eben dieser Zustand, wenn man versucht, die Probleme direkt anzugreifen, ohne vorher mal so ein bisschen runtergekommen zu sein. Weil bei ganz erfahrenen Yogis, bei ganz erfahrenen Praktikern, bei denen ist es ganz einfach, also die erreichen in kurzer Zeit, dass sie sich auf eine komplett andere Realität konzentrieren können. Vielleicht habt ihr auch mal gesehen, welche, die schieben sich da so Stäbe hier rein oder lassen sich was durch die Hand führen oder ziehen ihre Haut an und machen dann einen Ring durch oder sowas. Schon mal sowas Extremes gesehen, ja? Das sind Yogis, die können in kurzer Zeit das Bewusstsein in eine andere Realität verlagern und zeigen dann dem einfachen Volk, so wie, was sie damit dann erreichen können. Das ist natürlich Niveau Kindergarten und die geben bis zu einem gewissen Punkt mit ihren Fähigkeiten an. Aber ein Yogi schafft aus jeder Situation, wo er ist, wenn er Zeit hat, sich kurz eine Rückführung zu machen in sich selbst, kann er sich mit seinem Unterbewusstsein, mit seinem höheren Selbst verbinden und dann wirklich abschalten von dieser Realität. Und wenn er dann zurückkommt in die Realität, ist das Problem nicht mehr da oder ist diese Stresssituation nicht mehr da, die ihm ein Problem bereitet. Ich habe mal einen Vortrag von einem Unternehmer geschaut, der aber gleichzeitig sehr lange Yoga macht und auch in die Richtung gegangen ist. Ist auch einer, der in Russland, also beim selben Lehrer, die Ausbildung gemacht hat. Und er sagt, manchmal, ich führe sehr lange stressige Verhandlungen mit einer Person, 1-2 Stunden rede ich, um zu einem Ergebnis zu kommen. Und mit einem Geschäftspartner muss man viele Faktoren bedenken, viele Unterpunkte beim Vertrag oder noch was. Und manchmal sage ich dann wirklich, guck mal, lass uns eine Pause machen, dann können wir dann mit frischem Kopf einsteigen. Der andere geht einen Kaffee trinken oder geht eine Zigarette rauchen und er setzt sich hin und macht 5 Minuten zum Beispiel das hier, Kapalabhati, oder macht 5 Minuten Atemkonzentration. Und dann geht er in die Verhandlung rein und dann endet die Verhandlung so, dass es zu seinem Vorteil ist praktisch. Also und nicht, dass er egoistischen Vorteil herausgewonnen hat, sondern für beide Parteien war es angenehm. Also es musste niemand einen Kompromiss oder sowas eingehen. Versteht ihr? Das auch auf der Arbeit, wenn ihr mal eine Pause macht. Ich weiß nicht, irgendwer hat mir das gesagt. Da macht er mitten auf der Arbeit Yoga. Also
packt er sich dann da was hin, schließt sich dann auch ein im Büro, macht dann Jalousien runter, damit das keiner sieht, und macht dann eben direkt da auf dem Teppich, wo die sonst der Empfang kommt, da macht er das eben und kann dann die Arbeit dann weitermachen im Endeffekt.